Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es das wahrscheinlich besonderste Video überhaupt auf meinem Kanal. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Es ist, ich weiß nicht, 5 Uhr. Ich bin am Münchner Flughafen. Ihr seht es. Und ich melde mich, wenn ich da bin, wo ich dann halt dann sein werde. Und dann erzähle ich euch dort, wieso, weshalb, warum, was ich da mache. Ich bin einfach nur müde. Ich melde mich dann dort, okay? Okay? Ja. Schau mal, wie dreckig der Koffer geworden ist. Einmal habe ich ihn verwendet und die gehen mit dem um, als wäre es keine Ahnung. Ach, Digga. Ich bin jetzt in Bremen angekommen im Hotelzimmer. Morgen bin ich dabei beim Nordderby, Freunde. Mein allererstes Spiel, was ich von Bremen live im Weserstadion sehen darf. Letztes Jahr war es aufgrund von Corona nicht möglich. Und jetzt ist es mein erstes Spiel endlich und direkt das Nordderby. Ich bin so gehypt und ich nehme euch mit, damit ihr auch das Gefühl habt, dass ihr auch so ein bisschen dabei seid. Ja, heute ist aber Freitag. Heute steht erstmal noch ein geiles Trikotshooting an von unserem neuen Trikot, was jetzt auch nächste Woche bald auf jeden Fall released wird. Da wird es ein geiles Shooting geben und dann haben wir so ein bisschen Teambuilding-Zeug. Ja, und hier und da ein paar Sachen. Morgen dann noch so ein Termin beim Radio. Aber das Wichtigste, und da nehme ich euch mit, das Nordderby, Freunde. Ich bin so gehypt und freue mich so unfassbar. Das wird Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Das heißt, ich lege mich jetzt erstmal ein bisschen hin und die anderen Jungs kommen dann auch. Dann sehen wir uns auf jeden Fall später, Freunde. Was? Moin. Hey, moin, Bro. Alles klar? Gut? Wie war die Fahrt? Also, guck mal. Hast du die Frau gesehen? Hast du mitbekommen? Ich frage mich so, wohin gehst du? Mhm. Ich war nach Bremen. Ich so, ja, wohin gehen Sie denn? Ja, an die Ostsee. War bisher noch nicht im Urlaub. Hier, ich lass mir noch kein Gift hier einspritzen oder so. Kopfhörer rein, laber mich nicht dicht, Alter. Komm. Morgen ist es soweit, Freunde. Guckt es euch an. Kuppi ist hier. Nordderby. So, Freunde, wir wurden überrascht. Der andere von Milli. Dankeschön dafür. Schaut es euch an, unser neues Zuhause. Unglaublich, wir wussten gar nichts davon. Das ist unser neues Zuhause. Hier werden wir spielen, hier werden wir schwitzen, hier werden wir gewinnen. Die Männer sind auch am Start, die will ich jetzt nicht stören. Der Chef Kuppi, Michi auch da. Ist hier das, was wir, ja, was wir wollen. Darf ich euch stören oder was? Okay, komm, wir machen eine Vorstellungsrunde. Das ist unser Chef, Dominik Kupilas. Ich freue mich sehr. Endlich fühle ich mich wie Mülli. Und Megabit ist auch da. Warte, ich zoome kurz rein. Michi. Den kennen wir schon. Echt? Übrigens, ja. Es gibt eine Ansage. Es gibt über die Saison Best of 11 Sprints. Ja, genau. Da war ja was. Beim letzten Mal hast du Staub gefressen. Ist wie es ist. Jederzeit kannst du 3 Uhr morgens aufwecken. Wer weiß, Freunde, morgen nach dem Nordderby, nach dem Sieg, auf dem Platz noch stürmen und Sprintduell zwischen den beiden. Ah, sieht gut aus. Meine, ja, for real? Sag ja, ich ja, ist gut. Joggingbuchse? Hm? Ja, jetzt musst du erstmal die Anzughose anziehen. Ali im Anzug. Genau. Also für die Frauen, die hier zuschauen gerade. Warte. Okay, oh ja. Ja. Okay. Jetzt lassen wir wirklich umziehen. Du musst die Buchse ausziehen. Ja, okay. Super. Passt. Durch. Ja, ich hab irgendwie. So, Freunde, wir sind aktuell bei der Location von dem Trikotshoot. Ich darf euch leider nichts. Eigentlich gar nichts zeigen, aber es wird so geil, freut euch drauf. Und schaut mal, was jetzt noch passiert. Ali im Paradies. Mach mal bitte ein Salto. Salto. Ich hab Angst davor. Ich helfe euch. Mach. Was ist das? Oh Gott. Ey, nein. Nicht cool. Was ist denn sowas aufgezogen haben? Freunde, schönes Teamessen. Das Ding ist. Alles Einstand. Freunde, wir genießen das Essen und dann, Stärken für morgen. Dank, ja. Dankeschön, Ali. Ah, bitteschön. So, Freunde, wir sind tot. Wir hatten einen erfolgreichen Tag. Ali pennt bei mir. Wir gehen jetzt schlafen und morgen Nordderby, Freunde. Was geht, Jungs? Guten Morgen, mein Freund. Du bist 13 Uhr schlafen, ne? Was ist los mit dir? 13 Uhr, gell? Ja, alles gut, mein Freund. Brauchst du hier nicht deine Leute anlügen. Das ist nicht schlimm, alles gut. Junge, ich habe gestern 3 Stunden geschlafen. Michi! Fertig. Sag mal hallo. Hallo. Umdrehen hier, 11.30 Uhr. Wieso habt ihr mich nicht zum Frühstück mitgebracht? Ich muss ihm Schuld geben. Ich frage ihn so, ey, sollen wir Fabio kurz so einen Aufrüttler machen? So sagen, so, yo, Brudi, willst du mitkommen? Also, nee, komm, lass dich schlafen, der schläft nicht so lange. Ich hab dich noch nie gesehen, so dass du um 10 Uhr noch so tot im Bett lagst. Ich hab gedacht, so, okay, den Hate nehme ich auf mich, aber Fabio muss mal ausschlafen. Ja, Ehrenmann eigentlich. Dafür machen wir heute keinen Tag. Ja, Mann, jetzt geht's zum Radio, Freunde. So, Bremen next.
Das wird ernst. Oi. Schau mal. Was denn? Behind the scenes. Stark. Guck mal, super Story geworden. Sag ehrlich? Ja, das sieht echt, sieht echt gut aus, ja. Was soll ich sagen, Freunde? Bremen next. Wir gehen jetzt ins Fitness. Nee. Ali freut sich schon. Wir zwingen ihn. Guck mal, ich will jetzt einmal schlafen. Soll ich liegen? Also. Ja, ja. Wir sehen uns dann. Los, gleich. Nicht nur im Controller, sondern auch an den Gewichten. Wir knechten den ein bisschen. Geht's raus. Digga, push bei dieser Bankdrückübung. Ich will mich da hinlegen für das Schlafen oder so, Mann. Shirt von Ali fürs Training. Nicht schlecht. Balenciaga. Ja. Mies cool, guck mal. Wir sind ready. Mies cool. Umbro? Hm? Ja. Hose? Hier, ja, guck mal da. Ja, Hose gar nicht. Aber hier, wer da? Wer da? Wer da? Wow. Freunde, wir sind bereit fürs Spiel. Let's go, let's go, let's go. Warte, Hände das bitte. Oh, brav. Auf zum Stadion, Freunde. Derby, Freunde. Guck mal, da hinten ist das Stadion. Was süß, Freunde, wir sind auf dem Weg. Was soll ich euch sagen? Es geht los, wir gehen in die Hot Phase. Seht ihr hinten? Wunderschön. So, Freunde, wir sind da. Was soll ich euch sagen? Der Hype ist so da. Oh, Mann. Heute wieder mit Vlog. Was geht? Wie heißt ihr? René. René? Ben? Jonas. Ehrenmänner, Freunde. Lasst mal hier ein Herz Schau in den Kommentaren da. Der trifft heute. Der Mann ist nervös, der Mann ist nervös. Oh, und der Insta-Story sogar. Ey, was ist denn das? Oh, ich schau scheiße aus. Egal, Jungs, auf ein gutes Spiel. Jo, danke. Oh oh. So, Freunde, wir sind im Stadion jetzt halt endlich. Es geht gleich los. Ihr wisst es, ich darf rechtlich gesehen einfach keine Spielszenen filmen. Ist so, muss ich akzeptieren. Ich versuche trotzdem mein Bestes, euch mitzunehmen, euch so ein bisschen von der Stimmung teilhaben zu lassen. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt, Freunde. Deswegen lasst jetzt schon mal auf jeden Fall ein Like da. Ich gebe mein Bestes, wie gesagt. Jetzt würde ich sagen, auf den Derby-Sieg, was ist? Dux heute. Ein Treffer mindestens. Freunde, es geht los. Ich bin so nervös. Ich muss kacken. Ich bin nervös. Angstkacker. 1-0. Zweite Minute. Einfach 1-1, freisches Tor, Schiedsrichter gibt's nicht. Ich verstehe nichts mehr hier. Ich habe keine Stimme mehr. Ich bin so sauer. Sag's nicht. 2-0 auf Anweisung. Halbzeit 2-0. Unglaublich, was hier passiert. Anscheinend hat Weiser bei der Mauer gestört. Und jetzt, ja, 2-0. Also zweite Halbzeit beginnt. Ich könnte weinen. 20 Minuten noch. Es passiert leider nicht viel. 10 gegen 10 mittlerweile. Ist vorbei. Einfach vorbei. Wir sind traurig. Machst du nix. Ja, ich melde mich, glaube ich, aus dem Hotel oder so wieder. Ich muss erstmal klarkommen. So, Freunde, ich melde mich jetzt aus dem Hotelzimmer. Das Ganze jetzt mittlerweile ein bisschen verdaut. Es war unfassbar bitter. Wir waren selber schuld, muss man sagen. Die rote Karte war absolut unnötig. Das Freistoßtor von Duxch, dass es nicht zählt, ist auch unsere Schuld gewesen mit dieser komischen neuen Regel da bei der Mauer. Nach der roten Karte von Hamburg hatten wir so viele Chancen. Also wirklich nicht hundertprozentige, sondern tausendprozentige. Und wir haben sie nicht genutzt. Und ja, dann haben wir es am Ende auch einfach nicht verdient, Freunde. Brutal bitter, wirklich. Es war so viel mehr drin. Aber es ist so, das ist Fußball, wie gesagt, am Anfang richtig traurig und sauer gewesen, aber mittlerweile ein bisschen runtergefahren. Ich habe so viele Leute von euch da draußen getroffen. Es war unfassbar. So viele. Es hat mich so gefreut. Ich habe wirklich versucht, mit allen noch Bilder zu machen, mit denen zu quatschen. Es ist so schön, endlich mal nicht nur übers Internet zu interagieren, sondern auch einfach mal euch zu sehen da draußen. Hat mich mega gefreut und wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war. Ich bin jetzt fix und fertig. In 5 Stunden kommt mein Flieger. Deswegen muss ich jetzt oder sollte ich jetzt ein bisschen schlafen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Lasst wirklich gerne ein Like da, lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr auch im Stadion wart, was eure Meinung zu dem Spiel war. Ja, ich hoffe, ich konnte euch trotz keiner Spielszenen gut mitnehmen. Ich bin stolz auf Werder, trotzdem natürlich. Und Liebe geht raus, Freunde. Dankeschön für alles und Kuss.